Data get entity at e. Name gleich Hausmeister, Limit gleich 1. Genau, so. Data merge entity at e. Limit gleich 1. Name gleich Hausmeister. Und Distance gleich Punkt Punkt 10 machen wir mal. Damit finden wir auch auf jeden Fall nur den hier. So, und zwar wird das jetzt gemerged mit. Er soll eigentlich nur unverwundbar werden, Leute. Er soll noch ganz normal herumgehen dürfen. Also, wo ist die Unverwundbarkeit? Ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Müsste eigentlich das schon. Es wurde kein Objekt gefunden. Seltsam. Es wurde kein Objekt gefunden. Was? Nehmt gleich Haus. Ah! Okay. Distance gleich Punkt Punkt 10. Ich habe das H klein geschrieben. Jetzt. So. Unverwundbar. Sehr schön. Das heißt, wenn ich da jetzt mit dem Schwert drauf schlage oder mit dem Bogen drauf schieße. Au. Ja, perfekt. So soll es sein. Ein Pfeil im Kopf. Das sieht nicht sehr gesund aus. Okay. Du bist unverwundbar, Hausmeister, und du bist hier oben gefangen, hoffe ich. Denn ich hoffe, du wirst nicht oft hier die Treppe runtergehen. Na, wir könnten hier sogar noch irgendwas hinmachen, damit er seinen Beruf hat. Aber nein, ich möchte hier nicht wirklich irgendwas hinmachen wollen. Das hier ist schon fertig so. Bleib einfach hier. Und das war's. So, wir haben also den Hausmeister fertig. Und es scheint schon wieder Nacht zu sein. Habe ich von dem einen jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen oder was? Seltsam. Okay. Bauen wir unten weiter. Wir können das jetzt auch gerne bei Nacht machen. Ist mir egal. So, wie hoch ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 ist das hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Aber, Leute, ich möchte das hier unten mit dazu zählen. Das heißt, vom tiefsten Punkt hier, und das müsste der hier sein,
Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 schon. Also 12, 13, 14, 15. Bis hierher muss es hoch. Machen wir da drüben auch. So, jetzt habe ich die Pilze umgelassen. Oh Mann. Du bist der einzig Starke. Und trotzdem tot. Ausrüstung ist wieder ganz voll. Das geht jetzt alles in die Axt und Spitzhacke. Das finde ich toll, Leute. Also ich finde, die Spitzhacke ist wieder gut repariert. Da können wir beim nächsten Mal auch wieder etwas machen, wofür man die Spitzhacke benötigt. Ich sehe da hinten schon wieder irgendetwas Verzaubertes. Keine Ahnung, wo das hin ist. Da ist ein Creeper und ein Zombie. Und noch zwei Creeper. So, bis auf die Spitzhacke ist wieder alles repariert. Wunderbar. Ich höre noch einen. Da. So, Pilze! Ich brauche langsam wieder etwas zu essen. Aber einen Fisch haben wir ja noch. Au! Das war der Knöchel. Der ist hinüber. Okay. Da. Also es könnte reichen, Leute. Es könnte reichen. Aber nur weil ich jetzt gesagt habe, ich zähle das Unterwasser mit. Ansonsten würde es nicht reichen. Garantiert nicht. Ja, das wird reichen. Bin mal überlegen, ob ich die Tintenfische da unten töte. Wenn sie noch da sind, wenn ich das nächste Mal da durchschwimme, dann definitiv ja.
So. Jetzt muss hier natürlich definitiv dicht sein. So, was als nächstes? Mache ich erst den Boden oder erst das Tor? Ich glaube, ich möchte erst das Tor machen. Komme ich da überhaupt hoch? Ich komme da nicht hoch. Dann bauen wir uns ein Gerüst. So. Die Gerüste sind echt super, Leute. Wie möchte ich das jetzt machen? Ich glaube, ich möchte definitiv das hier auch noch zu haben. Vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Und jetzt aber vielleicht nur zur Hälfte. Also es sind jetzt 2, 4 und ich habe jetzt 2, 4, 5 noch. Wenn ich jetzt abrunde, dann wäre das genau so. Oder aber ich mache hier so und jetzt noch hier so. Das könnte man auch machen. So, ich nehme das mal mit. Wir machen das dann draußen hin. So, ich müsste jetzt 60 haben, oder? Ich habe 58. Das ist irgendwie ein bisschen nicht richtig. 59 ist immer noch nicht richtig. Hier sind nur 4. Ja, es fehlt mir eines, Leute. Habe ich das irgendwo stehen lassen? Habe ich das irgendwo stehen lassen? Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr es auch gesehen habt, Leute. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Den kleinen Außenposten von Gringo und Nictura. Er war tatsächlich zu sehen. Hier vielleicht irgendwo? Nein. Ist der. Sind sie da oben hängen? Nein, nein, oder? Es ist hier schon wieder irgendwo ein Zombie. Dorfbewohner. Also 55 müsste ich haben, habe ich aber nicht. Und hier oben ist keiner. Ich bin am Überlegen, mit was ich die Decke mache, Leute. Auch mit Braun oder schon mit Rot. Also den Boden von hier. Aber ich finde das schön. Also das gefällt mir jetzt, Leute. Das gefällt mir recht gut. Habe ich irgendwo? Ah, stimmt! Bei der Wäscherei, Waschetage, da habe ich einen zusätzlich hingebaut. Der fehlt mir jetzt natürlich. Ah, okay. Geklärt. So, jetzt kann ich mich wieder vollen Geistes mit dem Bauen widmen. So. Das ist jetzt echt eine gute Frage, Leute. Ich glaube, ich mache das hier schon mit dem Roten. Also holen wir ihn uns. Ja.
So, wir holen uns jetzt die roten. Und was ich bräuchte, wäre tatsächlich rotes Glas. Braunes Glas. Das müsste ich mir aber erst holen. Und eine Tür. Ich hätte gerne eine braune Tür. Dann nehme ich aber die gleichen Türen, wie sie im Dorf sind, Leute. Welche Türen habe ich im Dorf benutzt für die braunen Häuser? Und etwas Neues zu essen benötige ich. Fichtenholztür war, ist das, glaube ich, oder? Spruce Door. Okay, ich habe keine Ahnung, was Spruce ist. Ich glaube, das ist eine Fichtenholztür. Dann benutzen wir auch da eine Fichtenholztür. Wieso ist hier die Tür offen? Selandria! Lass die Tür nicht offen! Falls ihr es übrigens nicht wisst, Leute, Selandria ist der alte Name von Liasha. Das heißt, Liasha hat die Tür offen gelassen. Selandria Schattentent. Nein, Liasha. Ach. Selandria hatte auch irgendwas mit Schatten im Namen. Ich glaube, Liasha Schattentänzer und Selandria Schatten irgendwas. Ach, ich weiß es nicht. Ich nenne sie einfach nur Selandria und Liasha. Egal. Was wollte ich jetzt machen? Fichtenholztüren nachsehen, genau. Habe ich hier noch Fichtenholztüren? Nein. Nein. Ich habe auch kein Fichtenholz hier. Dafür sind viel Eichenholz. Okay, Selandria, wieder rein mit dir. Hopp, hopp. Sonst fällst du da hinten wieder runter. Und wir müssen dich wieder zurück teleportieren. Wie vor 300 Folgen oder so. So, ich hole sie mir jetzt, Leute. So, gibt ein paar Tittenbeutel. Es sind wirklich sehr viele Delfine. Okay. Ich habe das Essen oben vergessen. Naja, wir bauen jetzt einfach mal. Wenn das Essen ausgehen sollte, dann können wir immer noch nach oben gehen. So, also ich möchte hier den Boden reinmachen, Leute. Die Frage ist, mache ich ihn jetzt einfach eins drüber? Ja, ich glaube, ich mache den Boden einfach eins drüber. So. Das war so nicht geplant.